So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe meinen Kaffee fertig und ja, in diesem Video geht es um Verkaufsstrategien im Einzelhandel. Ich habe hier 7 Tipps. Lass uns mal zum Flipchart gehen. Ich wünsche dir viel Spaß und let's go! So, jetzt kommen wir zum ersten Tipp und der erste Tipp ist: Der erste Eindruck zählt auch im Einzelhandel. Häufig ist es bereits in den ersten paar Sekunden entscheiden, ob das Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch erfolgreich wird oder ein Flop ist. Du solltest immer darauf achten, dass du bei deinem Kunden deinen ersten Eindruck gut hinterlässt, dass du dich gut präsentierst, dass du dich gut verkaufst. So kannst du einen Abschluss machen und den Sack zumachen. Tipp 2, Authentizität. Bleib deiner Linie treu. Die Wahl passender Kleidung sind prinzipiell nicht Grenzen gesetzt, aber du solltest darauf achten, dass du und deine Firma und deine Mitarbeiter für deine Firma nach draußen hin, deine Firma nach draußen tragen. Deshalb kannst du dementsprechende Firmenkleidung anbieten deinen Mitarbeitern. Deine Mitarbeiter sollten nicht alltagsgewöhnliche normale Kleidung tragen oder passende Kleidung tragen. Je nachdem, was du für ein Unternehmen bist. Tipp 3, wertschätze deine Kunden. Alle Menschen mögen gerne wertgeschätzt werden. Also schätze deinen Kunden wert. Egal, ob er schlecht gelaunt ist oder gut gelaunt ist. Tipp 4, der Kunde ist König. Begegne deinen Kunden auf Augenhöhe. Schlage dem Kunden nicht fachchinesische Wörter über den Griff, sodass der Kunde nichts versteht, sondern erklär es ihm auf Augenhöhe, sodass der Kunde es versteht und sodass der Kunde dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen tut. Tipp 5. Ehrlich währt am längsten. Sei ehrlich. Übertriebene Verkäufer lobpreisen ihre Produkte, ihre Dienstleistung. Sei ehrlich und sage, was es kostet, sage es auch insbesondere, was drin ist. Geh auf den Kunden ein, stell ihm Fragen, sodass du später den Preis nicht klein machen tust. Tipp 6, weniger ist mehr, halte dich im Hintergrund. Es ist okay, wenn ein Kunde was sucht und du möchtest gerne deine Beratung angeben, aber der Kunde schaut nur und möchte nichts kaufen. Deshalb halte dich zurück und er kommt auf dich zurück. Biete dich zwar an, aber versuche es nicht gleich in einem Verkaufsgespräch, sondern der Kunde kommt, wenn er was kaufen möchte. Aber verschwinde nicht ins Büro, ins Hinterstübchen. Halte dich vorne an der Theke. Denn da kommt er denn demnächst wieder auf dich zu. Tipp 7, werde zum Verhaltensdetektiv. Gute Verkäufer, Verkäuferinnen sind hervorragende Beobachter, Beobachterin in jeder Situation, wenn ein Kunde reinkommt. Studiere das Verhalten deiner Kundschaft, egal in welcher Lage er ist, sie oder er ist. Schule deinen Beobachtungssinn und erkenne ihn an. Sei immer darauf gefasst, dass beim Kunde das Verhalten in einem Verkaufsgespräch die Situation ändert. Es sind Kleinigkeiten und deshalb solltest du darauf achten, wie dein Kunde ist und auch wirkt. Schau ihn an, guck ihn an, sprich ihn an. Du merkst, wenn er ein bisschen anders da spricht, wenn er ein bisschen hektischer spricht oder irgendwas anders da ist, dann kannst du quasi die Kurve noch einmal umdrehen und quasi ihn noch einmal gutmütig einstimmen. So dass der Kunde ein gutes Gefühl hat und den Laden gut verlässt mit einem guten Gefühl. Meine Lieben,
Ich hoffe, diese 7 Tipps haben euch sehr geholfen. Und ich habe das gut gemacht. Und wenn ihr noch weitere Tipps von mir sehen wollt, dann hinterlasst gerne ein Abo, ein Like, einen Kommentar. Ich freue mich auf jedes positive Kommentar. Schönen Tag noch.